So, meine lieben Freunde, und hallo und herzlich willkommen bei Fly Dani HD. Heute kann ich leider nicht wie gewohnt an meinen Stammplatz wenn aufnehmen. Denn, ja, wie soll ich sagen, wir sind ein bisschen Freunde bei mir. Und da wird es ein bisschen laut werden. Und wir wollen ja das super tolle Paket hier öffnen. Deswegen werde ich mir auch noch eine Kamera besorgen, dass ich in zukünftig an meinen ganz normalen Zockerplatz auch gut aufnehmen kann und nicht von der Handycam, so wie jetzt. Ich würde sagen, wir labern noch gar nicht viel und fangen hier gleich direkt mal an und schauen mal, was unser gutes Paket da so drinnen ist. So, ich öffne es jetzt mal. So, ihr könnt natürlich zugucken. Ach, da auch noch. Ja, moin. Digga, geht auch auf, Mann. So. Ihr könnt übrigens, wundert euch nicht, wenn auf einer Seite da oben oder da oder unten, je nachdem, einmal Werbung steht, dass ich da keine Probleme kriege. So, dann schauen wir noch mal. Ja, okay, haufenweise Papier machen sie da rein. Natürlich haufenweise sowas machen sie rein, was keine Sau interessiert. Es ist nicht so viel, was ich bestellt habe. Ich habe nur ein paar Sachen bestellt. Deswegen, ich hoffe, es gefällt euch natürlich am Ende trotzdem. Ja, sieht mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. So, jetzt kann es endlich losgehen. Es sind leider nur ein paar Produkte. Aber vielleicht werden wir ja einen Teil 2 machen, wenn das gut ankommt. So, Kiste bleibt jetzt irgendwo mal ordentlich stehen hier. So, dann fangen wir doch einfach mal mit einer Sache jetzt einfach mal an. Und zwar, was ist denn das hier? Oh, seht ihr das? Ach, warte. Warum? Mike und... Ja, okay, ich kann es nicht aussprechen, ich bin dumm. Egal, ihr seht es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es bei euch nicht falsch rum ist. Wenn nicht, ihr könnt es ja euch ein bisschen umdenken. Ist leider ein bisschen madig am Handycam aus dem Grund. Ich würde natürlich mal sagen, wir öffnen das jetzt einfach mal und schauen mal, wie das. Ja, ich will jetzt nicht öffnen, wo ist das scheiß Messer? So. So, jetzt schauen wir noch mal, wie das natürlich so schmeckt. Okay. Ist irgendwie wie Kaugummi. Nur, dass es halt kein Kaugummi ist, sondern dass man es zernaschen kann. Ich habe jetzt Orange gehabt. Also es schmeckt nach Orange. Echt lecker. Dann werden wir noch mal das nächste angucken. Ich mache es vielleicht nicht so gut wie Monte, aber okay, das ist jetzt eine Sache, die können wir leider nicht testen. Das ist ein bisschen madig. Das habe ich nicht mitbedacht. Ich habe gedacht, das ist schon so ein ganzes Getränk. So war es nämlich auf dem Bild drauf. Aber das ist natürlich auch nicht schlimm. Dann werden wir natürlich eins, was werden wir testen können. Und zwar 7-Up Safe Cocktail X. Ja, lest einfach selber. Ich bin einfach zu dumm, die letzten Dings zu lesen. Es ist eigentlich relativ, sieht doch gar nicht schlecht aus. Werde mal gucken, ob das auch wirklich schmeckt. Wenn ihr Teil 2 wollt und ordentlicher aufgenommen, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder lasst ein Like da. Dann werde ich zukünftig, wie gesagt, die Sache ändern. So, ich werde jetzt mal gucken. Es schmeckt nach, mehr oder weniger nach Zitrone auch. Ja, und nach Ananas ein bisschen. Geht auf jeden Fall auch. Muss ich mal messen, mal anders reintun. So, dann schauen wir doch mal das nächste Produkt an. Was ist das? Das ist eine Schokolade. Hershey's Milk Chocolate. Ich bin natürlich mal gespannt, ob das auch wirklich schmeckt.
Ja. Bis 9.3.2021. Ja, moin. Ich bin zu dumm, heute alles zu öffnen, Leute. Hier ist mein Messer. Das kann man eigentlich einfach öffnen, aber wenn man sich so anstellt wie ich, dann muss man das natürlich alles so öffnen. Ich tue jetzt einfach mal ein Stück runter. Okay, schauen wir nochmal. Ja, es geht schon. Ups. Ach, aus dem Fenster. Es geht. Hat ein bisschen so einen schlechten Nachgeschmack. Mehr so nach Arschritze, aber sonst geht das eigentlich schon. Dann schauen wir doch mal nochmal was Kleines an. Was ist das? Ich glaube, das ist jetzt nur so ein. Das ist jetzt irgendwie behindert zum Testen. Ich merke jetzt schon, das ist was Klebriges. Das teste ich jetzt nicht. Aber wir haben noch ein paar Produkte hier drin, also überhaupt kein Stress. Dann Air Heroes Gummis. Das sind, glaube ich, Gummibärchen. Sieht so aus. Könnt ihr euch gerne auch gönnen. Von Sugar Dad natürlich alles. Wer den Karton nicht ordnungsgemäß gesehen hat. Ich werde natürlich Sugar Dad die Seite auch unten rein verlinken, kein Problem. Könnt ihr gerne auch euch eine eigene Kiste zusammenstellen oder euch zusammenstellen lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Partner mit Sugar Dad werde. So, wir testen jetzt einfach mal den grünen hier. Schmeckt auf jeden Fall nach Gummibärchen. Wie halt Gummibärchen schmecken, da ist eigentlich kein richtiger Unterschied. Und ein bisschen ein bisschen früchtiger schmeckt das. Könnt ihr euch einfach gerne mal selber auch abchecken. So, was habe ich da noch? Oreo Wafer Roll. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Schauen wir noch mal, ob das auch wirklich schmeckt wie so. Ah, da haben wir eine gute Öffnung. So, gucken, dass kein Sau kommt hier. Gar kein Bock. So. Ah, das sind so kleine Verpackungen. Gar nicht übel. Kann man den Rest auf die Seite legen. Öffnen wir jetzt einfach mal eins. So. So sieht das natürlich jetzt aus, Freunde. Ich hoffe, man sieht das mit meiner Handycam perfekt. So. Es schmeckt sehr schokoladisch. Auch ein bisschen nach Oreo. Also, wie es draufsteht, nach dem schmeckt es auch. Nach Oreo cremig und so schmeckt es auch. Echt geil auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Geile Marke. Der eine oder andere kennt von euch ja Oreos. Die schmecken immer geil. Ich hoffe, er stört das nicht, dass hier dieses scheiß Lenkrad im Weg ist. Ich habe schon versucht, aber das kann ich leider nicht wegmachen. Nächstes Mal werde ich, wenn ich noch keine andere Möglichkeit habe, was aufzunehmen, werde ich halt wieder im Auto machen, aber dann hocke ich mich auf den Beifahrer rüber. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen besser. Und dann testen wir noch mal das nächste Produkt. Da habe ich auch ein paar Chips gekauft. Und zwar Honey Cheese. Jetzt schauen wir noch mal, ob das auch wirklich so schmeckt. Ob das auch wirklich nach Honig schmeckt. Ist aus der USA. Schauen wir noch mal. Ja. Oh. Sieht man da? Die sind ganz schön groß. Machen wir noch mal was raus. Oh.
Die schmecken wirklich geil. Ich merke schon, schmecken wirklich geil. Die schmecken wirklich nach Käse und nach Honig. Wirklich so, wie es hier drauf steht. Einfach wirklich köstlich. Die bestelle ich mir gleich wieder. Ja, die Packung ist ja gleich leer. Wirklich geil. Einfach geil. Aber keine Sorge, Leute, wenn ich mal wie gesagt meine Cam habe und meinen Hintergrund auch ein bisschen besser gemacht habe, dann werde ich auch, wie gesagt, so Sachen einfach in Streams kurz nebenbei mal machen. So wie Montana Black halt auch. Sieht ja besser aus. So, jetzt habe ich da noch so eine Sache gekauft. Soul Patch Kits. Super Soul Sweet Extreme. Ja, gönnt euch mal. Ich hoffe natürlich, das ist auch wirklich geil. So, schauen wir nochmal. Ah, die sind noch so extra verpackt. Ist ein bisschen madig, weil ich nicht alles die ganze Zeit so zeigen kann. Ich muss alles mal hochheben. Wir müssen echt nächstes Mal es anders überlegen, wie wir es aufnehmen. Weil es ist wirklich behindert. So, nehmen wir jetzt einfach mal den hier raus. Seht euch, der sieht wirklich komplett mit Zucker aus und so. Ja. Aber er schmeckt wirklich geil. Ist echt viel Zucker und so. Vielleicht steht da noch irgendwas sonst drauf, was ich euch sagen kann. Ist ein bisschen sauer natürlich. Aber es ist echt super geil. Ich muss wieder rein. Sonst. So. Darin. Und dann natürlich noch zu guter Letzt. Schauen wir mal das hier an. Ich kann euch das mal kurz vorlesen. Was ist das? MTN Dev. Ja gut, ist kein richtiger Name. Ich denke mal, das kommt aus. Ja gut, ich finde es gerade nicht, von wo das herkommt. Aber ich denke, das ist nicht schlimm. Wir werden das jetzt einfach mal testen. So. Prost. Bleh. Das schmeckt absolut. Also es schmeckt nach Melone. Aber auch wiederum nicht nach Melone. Da ist noch irgendwas anderes drin. Was es irgendwie macht, dass es nicht so geil schmeckt. Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Geschmack. Das ist ein bisschen schlecht. Ich glaube, das war's sogar schon, ja. Ich hoffe natürlich, euch hat es trotzdem gefallen. Im Großen und Ganzen. Ihr könnt auch gerne noch mein Merch abchecken, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann hoffe ich natürlich, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es nicht super perfekt aufgenommen ist. Fürs erste Mal, denke ich, ist das in Ordnung. Und nächsten Mal schaue ich, dass ich es besser aufnehme. Wenn dann, wenn ihr überhaupt noch sowas wollt, wie gesagt, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Kommentar, ob das gut war oder ob das wirklich scheiße aufgenommen ist. Ihr dürft eure ehrliche Meinung, ich respektiere es alles so, wie, das rein, wie ihr das reinschreibt. Und ansonsten, haut rein.